Guten Morgen, Sandro, schön dich zu sehen. Guten Morgen, Ich freue Brunhild. mich, dass wir miteinander über Saiké sprechen. Und wir gehen ja lange im Grunde jetzt schon auch einen gemeinsamen Weg in Bezug auf Saiké. Und ich würde gerne wissen, wie du überhaupt zu Saiké gekommen bist. Dazumal hatte meine Frau Andrea an einem Wochenende teilgenommen, in Deutschland, an einem Frauenwochenende, ist nach Hause gekommen und hat von einer Erfahrung gesprochen, die sie mit einer Teilnehmerin machen durfte, die mit ihr eine Saiké-Session angewendet hatte. Und ich bemerkte das an Andrea, wie die Veränderung war, und sie sagte: Schau, hier ist ein Buch von Brunhild Hoffmann, lies das. Und sie werde an einem Workshop teilnehmen. Und im selben Augenblick habe ich gesagt: Danke, ich lese das Buch und ja, ich komme mit. Weil für mich die Veränderung über das Unterbewusstsein auf dieser geistigen Ebene zwischen Körper, Geist und Ja. Seele, die hatte mir gefehlt. Und das war für mich so klar und so ein gutes Gefühl, dass ich da teilnehmen musste mit dem Basic Workshop. Ja, super. Ja, und dann wart ihr ja auch da. Dann waren wir in Stuttgart, Genau. ja, bei dir, Brunhild, Ja. waren da und durften sehr viele Veränderungen halt schon da Ja. feststellen. Ja, und das geht genau auch zur nächsten Frage über. Was bedeutet heute nach diesen 5, 6 Jahren, was es ja ist oder so, was bedeutet heute Saiké für dich? Saiké ist für mich sehr wichtig in meinem Leben, da ich heute nicht an diesem Punkt wäre, wenn ich Saiké nicht kennengelernt hätte, weil ich mir so oft im Wege stand zu allen meinen Beziehungen zu Partnerinnen oder auch zu den eigenen Kindern oder zu den Eltern. Und das Saiké, diese Methode, hat mich so geprägt, dass ich alles, was ich verändern wollte, wie ich es haben will, auch geschafft habe. Und heute, verheiratet mit Andrea, arbeiten sogar darf. Meine Kinder arbeiten in derselben Firma, im Büro. Und es ist wirklich eine Harmonie in der Beziehung. Und das weiß ich, das habe ich nur dank Saiké erreicht. Danke, das ist wirklich eine wundervolle Rückmeldung, ja. Sehr schön. Und vielleicht kannst du noch mal ein bisschen genauer beschreiben, was wirklich eine wesentliche Veränderung ist, an vielleicht einem Beispiel einfach. Also, wenn du hast gesagt, deine Kinder arbeiten in der Firma, ich kenne ja Melanie selbst, deine Tochter, ja. Und wie würdest du sagen, wie hat sich zum Beispiel die Beziehung zu Melanie verändert durch diese ganze Zeit und durch die Arbeit mit Saiké? Durch die Veränderung kann ich viel mehr loslassen, annehmen und alles geschehen lassen, und es stimmt so, wie es ist. Und das ist, wenn wir jetzt arbeiten, Melanie ist im letzten Lehrjahre, die macht die Bürolehre bei uns, das ist diese kaufmännische Ausbildung, und macht das so toll. Sie von früher her konnte ich die Verantwortung nicht so abgeben, und heute die macht arbeiten, und für mich ist es klar, wenn sie sagt, ich führe etwas aus, dann kann ich zuletzt beim Endergebnis da sein und mit einem Lachen im Gesicht das Ganze annehmen, und es ist völlig stimmig. Super, also ich kenne ja Melanies Arbeit selbst und Ja. weiß, dass sie so zuverlässig und gut arbeitet, ja. Ja, und du hast auch mal was zu mir gesagt über Melanie und deine Beziehung zu Melanie zum Beispiel, dass du jetzt einfach wirklich viel mehr auch Zeit, im Grunde schöne Zeit mit ihr verbringst, als sie klein war. Ja, als Melanie und Marlon beide Kinder klein waren, habe ich viel gearbeitet, war wenig da und konnte mir wie die Zeit nicht nehmen. Und jetzt gibt es auch, wenn wir am selben Tag beide im Büro sind, wenn ich nicht in der Praxis arbeite oder nicht Workshops gebe, dann gibt es immer wieder Zeiten, die wir miteinander nutzen, eine Pause. Oder auch, dass ich an einem Abend mit ihr noch spazieren gegangen bin und einfach so zu sprechen über die Vergangenheit und wie die Zukunft sein könnte. Und das hat es früher gar nicht geben können, weil die Zeit für mich da gar nicht war.
Und heute nehme ich es mir und habe ein gutes Gefühl. Und das macht gegenüber mir, gegenüber Marlon und auch meine Frau Andrea, macht das halt ein sehr gutes Gefühl. Ja, und ich habe auch beobachtet, dass ihr einen sehr liebevollen Umgang miteinander habt. Das ist wirklich schön, das zu sehen. Ja, ja, definitiv. Ja. Ja, immer mit Umarmung und mit Küssen da. Nein, es ist wirklich harmonisch. Und weil ich, wie die Zeit dazu mal nicht nutzen konnte, wollte ich Veränderungen machen. Und mit beiden Kindern habe ich so eine Beziehungsbalance gemacht. Und beide Mal war der Antrieb von mir her wie ein Unbehagen da. Für die Kinder war es gut. Und als wir die Balancen gemacht haben, gab es einfach so wie eine Harmonie ins Ganze, dass wir zusammen einfach sind. Und das ist sehr angenehm. Ja, super schön. Super schön. So will man ja als sich eine Beziehung wünschen, ja, dass man zusammen einfach sein kann, genauso wie man ist, ja. Ja, definitiv. Ja, sehr schön. Ja, dann bleibt mir nur noch zu fragen, wenn es jetzt irgendjemanden gibt, der sich für Saikei interessiert, ja, und die oder der überlegt, einen Workshop zu machen oder eine Einzelsitzung. Was würdest du jemandem empfehlen oder wie, was denkst du, was ist ein guter Zugang zu Saikei? Ich empfehle jedem Mensch die Möglichkeit, diese Methode zu nutzen, wenn Unbehagen, komische Gefühle oder so die Verhaltensmuster da sind, dass ich immer wieder in derselben Situation scheitere, weil ich ein komisches Gefühl habe. Und das sind ja Klienten, die, oder Menschen, denen ich das so oder so empfehlen würde oder auch immer empfehle. Und natürlich auch, wenn es Menschen gibt, die so viele Baustellen haben, so wie ich auch hatte, empfehle ich einen Basic zu machen, weil da die Leute selbst viel Rüstzeug mitbekommen, um selbst an sich zu arbeiten. Und das war auch der Vorteil, weil wenn ich so viele Sessions, so viele Balancen, Stunden hätte investieren müssen, wäre das relativ teuer geworden. Und so durch den Grundkurs, durch den Basic, den ich dazu mal vor 7 Jahren machen durfte in Stuttgart, hat es schon extrem viel Antrieb gegeben, dass ich heute noch, wenn ich merke, stimmt etwas nicht, wie zu den Zeiten von den Viren und das alles, was wir heute haben, wenn ich merke, stimmt etwas nicht, verändere ich es immer so, wie ich es gerne haben möchte. Und das gebe ich den Menschen mit und empfehle natürlich den Basic-Kurs allen. Ja, und das ist ja auch so schön, dass du und Andrea so viele Basic-Workshops oder überhaupt Workshops, nicht nur Basic, für mich schon organisiert haben und das immer eine, wirklich würde auch sagen, eine sehr harmonische Zusammenarbeit ist. Ja. Definitiv. Dafür möchte ich dir auch wirklich danken. Ja. Bitte gerne geschehen. Ja, vielleicht aus aktuellem Anlass noch eine Rückfrage, weil du hast eben gesagt, diese Sache mit den Viren, also mit Corona im Augenblick, ja. Was würdest du dazu sagen? Wie hilft dir Saikei dabei, diese Zeit zu überstehen? Ich bin auch ein Mensch, der sehr freiheitsliebend ist, wie viele in ganz Europa oder auf der ganzen Welt. Und wenn auf politischer Ebene etwas entschieden wird, was unlogisch ist, was nicht in ein normales Leben passt oder in die heutige Zeit, habe ich 2 Möglichkeiten. Als Schweizer kann ich die Faust im Sack machen und sagen, und darüber einfach einen dicken Hals bekommen und Bauchschmerzen. Oder ich kann es so verändern, dass es für mich stimmig ist. Ich gehe ja immer davon aus, wie will ich es haben stattdessen. Und auch in dieser Zeit fühle ich mich nicht ohnmächtig, ich fühle mich nicht schlecht, ich fühle mich nicht eingeengt, gar nicht, weil ich die Balancen gemacht habe, dass ich mich auch in dieser Situation frei, zufrieden und auch in meiner Macht oder in meiner Freiheit fühle. Und das ist so und darum können wir so gut arbeiten, auch über Skype, über Zoom oder mit begrenzten Workshops oder mit Distanzen und mit Mundkorb. Das ist halt so, das nehmen wir natürlich an, damit wir das Ganze vorantreiben können. Und das Ganze meine ich mit, dass die Leute in ihre Selbstverantwortung kommen. Und das empfehle ich wirklich jedem. Ja,
Super, Sandro, danke. Ein sehr schönes Schlusswort, ja. Ich danke dir für das Gespräch und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, danke dir vielmals, Brunhild, für dein Vertrauen und wünsche dir ganz eine gute Zeit. Bis bald.